Hallo Leute und herzlich willkommen bei Let's Play Professor Layton und die Schatulle der Pandora. Die Leute, die meinen Kanal schon ganz, ganz lange verfolgen, tatsächlich 5 oder 6 Jahre, die werden jetzt wahrscheinlich denken, was, sie spielt endlich mal Professor Layton weiter, was ist denn da los? Ja, ich habe vor, wie gesagt, 5 oder 6 Jahren den ersten Teil mal gespielt. Damals noch mit jemandem zusammen als Let's Play Together und es hat auch super viel Spaß gemacht. Wir hatten damals vor, den zweiten Teil auch zu spielen. Das hat allerdings technisch nicht wirklich so hingehauen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und deshalb haben wir, glaube ich, oder habe ich 1 oder 2 Folgen davon hochgeladen von dem Spiel. Und das hat aber alles nicht funktioniert und ich werde die alten Folgen jetzt auch löschen. Und dachte mir ganz spontan, komm, machst du jetzt mal weiter, und zwar diesmal alleine, mit dem zweiten Teil. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch darüber. Ich denke, zu Professor Layton muss man nicht viel sagen, die meisten werden die Spiele kennen. Ich finde sie auch total großartig. Und wer jetzt den ersten Teil nicht kennt, der kann sich natürlich das Let's Play gerne anschauen. Wobei, es ist, wie gesagt, ziemlich alt, die Qualität ist nicht besonders gut, wobei das Let's Play sehr lustig ist, das auf jeden Fall. Und ja, wer es nicht kennt, der wird jetzt hier in den zweiten Teil reinkommen. Also das ist überhaupt kein Problem. Man muss die Vorgeschichte nicht unbedingt kennen. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los und starten ein neues Spiel. Bitte gib deinen Namen ein, okay? Ich denke mal, da werde ich meinen richtigen Namen eingeben. Das ist immer so merkwürdig, wenn da irgendwie Trash oder Trash Tasmani steht. Die Handlung dieses Spiels ist frei erfunden und jede Ähnlichkeit zu real existierenden Personen, Ereignissen... Man erzählt von einer Schatulle, die jedem den Tod bringt, der es wagt, sie zu öffnen. Sag mir, ob diese Gerüchte wahr sind? Da, Professor! Das ist aber luxuriös. Sehen Sie nur, Professor. Oh ja, Luke, der Molentary Express ist wirklich ein Kreuzfahrtschiff auf Gleisen. Und die Sitze! Aber Luke, mein Junge, du solltest immer an deine Manieren denken. Wie ein wahrer Gentleman. Sie glauben also, dass es die Schatulle der Pandora wirklich gibt? Wer sie öffnet, stirbt. Das klingt wie eine Spukgeschichte. Mag sein, aber wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Es ist ein großes Rätsel, Luke, und ich werde es lösen. Da bin ich mir sicher. Prolog, die Schatulle der Pandora. An dich, Jana, in tiefer Freundschaft. Gerüchten zufolge brachte die Schatulle jedem den Tod, der es wagte, sie zu öffnen. Anfangs glaubten weder der Professor noch ich selbst daran. Doch all das änderte sich, als uns jener Brief erreichte. Vor wenigen Tagen... Luke, sieh mal. Oh, was ist das, Professor? Ein Brief von meinem werten Freund und Lehrmeister, Dr. Andrew Schrader. Ist ihm etwas passiert? Mein lieber Herr Schulz,
Sicher ist auch dir die kuriose Schatulle der Pandora ein Begriff. Sie erhielt ihren Namen wohl in Anlehnung an die bekannte Büchse der griechischen Mythologie. Und diese Bezeichnung ist nicht unverdient, denn sie soll all jene töten, die es wagen, sie zu öffnen. Ein Schauermärchen, fraglos. Aber meine Forscherneugier raubt mir schier den Verstand. Umso mehr freut es mich, dir mitzuteilen, dass ich der Schatulle endlich habhaft geworden bin. Mehr noch, ich hoffe, dem guten Stück die Antwort auf ein noch größeres Mysterium zu entlocken. Vorerst kann ich leider nur eitle Mutmaßungen spinnen, doch mir fehlen die Beweise. Eigentlich hatte ich vor, den Deckel der Schatulle vor Abschluss meiner Forschungen nicht anzufassen. Aber ach, ich halte diese quälende Neugier keine Sekunde länger aus. Sollte mir etwas widerfahren, so bitte ich dich hiermit, meine Studien zu Ende zu führen. In tiefer Freundschaft, Andrew Schrader. Dem Poststempel nach wurde der Brief vor 2 Tagen abgeschickt. Wir sollten den Doktor besuchen. Ich kann mich einfach nicht der Angst erwehren, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte. Nun, auf Ihre Intuition ist immer Verlass. Lassen Sie uns gleich losfahren. Berühre ein Geheimnis. Okay, das werden wir tun. Die Schatulle der Pandora ist ein todbringendes Artefakt, das schon viele Menschen aus dem Leben gerissen haben soll, die es wagten, ihren Deckel zu öffnen. Allein ihr Name verbreitet in weiten Teilen der Welt Furcht und Schrecken. Doch ist diese Angst berechtigt? Das werden wir herausfinden. Bevor wir gehen, Luke, würdest du mir bitte meinen Autoschlüssel geben? Er liegt in einer der Schubladen meines Schreibtisches. Okay? Natürlich, Professor. Luke, wenn du etwas untersuchen möchtest, brauchst du es nur zu berühren. Luke muss den Schlüssel für das Auto des Professors finden. Suche, indem du die Schubladen berührst. Okay. So, tippe auf einen Bereich. Jo, hier sind die Schubladen. Hab ihn schon, Professor. Jo, Autoschlüssel erhalten. Sehr gut. Danke, Luke. Dann können wir aufbrechen. Du weißt doch sicher noch, wie man sich von Ort zu Ort bewegt, oder? Aber natürlich, Professor. Zuerst das Schuhsymbol rechts unten berühren. Dann erscheinen kleine Pfeile und Symbole. Man bewegt sich, indem man sie berührt. Ganz genau. Wenn du dich bewegen willst, brauchst du nur den Schuh zu berühren. Versuch es mal. Okay, das werden wir tun. Schuh berühren. Hier wird leider kein Pfeil sichtbar, aber ich weiß ja, dass er da ist. Gut gemacht, mein Junge. Nur wer gut zu Fuß ist, kommt bei seinen Untersuchungen voran. Wie recht Sie haben, Professor. Sollen wir losfahren? Sollen wir losfahren? Das ist die Frage. Oder können wir uns hier noch irgendwas anschauen? In der Gegend scheint viel los zu sein. Okay, können wir hier rein? Nee, schade. Ist das ein Büro oder ein Café? Dann würde ich sagen, machen wir uns direkt auf den Weg. Es ist ein bisschen schwierig. Ihr seht, normalerweise wird dieser Pfeil hier sofort sichtbar. Das ist leider nicht der Fall, aber wir kriegen das auch, wie gesagt, so hin. Luke, ehe wir losfahren, sollten wir noch einmal überprüfen, wo genau Dr. Schrader wohnt. Bei einem meiner Besuche gab er mir freundlicherweise diesen Stadtplan hier, dem wir folgen sollten. Der Plan ist allerdings nur ein recht kuriose Stück Kartografie. Sie selbst, Luke. Oh, da fehlt aber einiges. Hey, das ist ja witzig. Der Stadtplan selbst ist ein Rätsel. Darf ich es lösen, Professor? Das schaffe ich ganz sicher. Na, das wollen wir doch hoffen. So, Rätsel Nummer 1. Schraders Stadtplan für 10 von 10 Pikarat. Also Pikarat ist immer der Wert oder die Schwierigkeit des Rätsels. Und 10 heißt jetzt, es ist ziemlich easy. Hoppla, wer hat mehrere Stücke aus Dr. Schraders Stadtplan herausgeschnitten? Setze den Plan wieder zusammen, indem du die richtigen Stücke in die Lücken einfügst. Berühre ein Stück mit dem Touchpen und bewege es dann über den Bildschirm. Zu einfach? Nun, die Sache hat einen Haken. Auch das Stück in der Mitte kann bewegt und von der Karte entfernt werden. Okay, so, dann legen wir doch mal los. Wir haben da... Kann ich das... Ja, ja, okay. Berühre Antwort, wenn du fertig bist. Okay, das sollte ich noch hinbekommen. Wir haben da dieses Stück.
Könnte das zusammenpassen? Ich glaube, ja. Dann haben wir da oben, da sind dann keine Straßen. Nein, das heißt, das passt da nicht hin. Das könnte hinpassen. Jawohl, dann passt das aber mit dem in der Mitte nicht zusammen. Das ist aber vielleicht nicht schlimm. Würde das dahin passen? Nein. Und da auch nicht. Okay, pass auf, wir packen das mal raus. Das könnte dahin passen. Und dann brauchen wir für unten, könnte das hier sein? Ja, das könnte sogar sein. Und das hier kommt hier hin. Sieht doch gut aus. Antwort. Hm, ob das stimmt? Juhu, richtig. Das war super. Viel zu leicht. Ja, das war nicht besonders schwer. Gut gemacht. Und jetzt schnell einsteigen und auf zu Dr. Schraders Wohnung. Pikarat sind Punkte, die anzeigen, wie schwierig ein Rätsel ist. Je mehr Pikarat ein Rätsel wert ist, desto schwieriger ist es. Gibst du eine falsche Antwort, verringert sich die Anzahl der Pikarat, die du verdienen kannst. Also überlege deine Antwort gut. Hast du das Spiel abgeschlossen und gesichert, kannst du im Bonusbereich deine Speicherdatei laden. Unter streng geheim findest du aufregendes Bonusmaterial. Je mehr Pikarat du sammelst, desto mehr Material wird freigeschaltet. Okay, hm? Famos, nun können wir uns ganz beruhigt zu Dr. Schraders Wohnung aufmachen. Steig ein! Juhu! Das ist ohne Zweifel das Gebäude, in dem Dr. Schrader wohnt. Aber welche Wohnung ist nun die richtige? Das fürchte ich, weiß ich nicht. Aber nun, wo ich mich zurückbesinne, Dr. Schrader erwähnte da etwas in seinem Schreiben. Rätsel Nummer 2 des Doktors Wohnung, 15 Pikarat. Finde Dr. Schraders Fenster durch die Hinweise in seinem Brief. Oh Mann! Morgens erwache ich oft zum sanften Klang von Musik aus einer nahegelegenen Wohnung. Ich blicke aus dem Fenster auf eine Flagge, die vor dem Fenster flattert, schlürfe meinen heißen Tee und genieße die Morgensonne auf meinem Gesicht. Denn den Sonnenaufgang kann man nur noch von wenigen Wohnungen London aus sehen. Kreise Dr. Schraders Fenster ein. Okay, also wichtig zu wissen ist, er hört Musik aus einer nahegelegenen Wohnung. Das ist diese hier. Dann hat er eine Flagge, die vor dem Fenster flattert. Das könnte ja dann ebenfalls diese Flagge sein, oder? Die damit gemeint ist. Könnte aber natürlich auch die sein. Und was noch? Die Morgensonne. Also wohnt er irgendwo Richtung Osten. Oder etwa nicht. Und da er die Flagge sieht und die Musik hört, würde ich fast behaupten, dass er hier wohnt. Auf eine Flagge, die vor dem Fenster flattert. Oder aber hier. Die Frage ist natürlich jetzt, wo soll hier Osten sein? Wie kriegen wir raus, wo Osten ist, ne? Oder, nee, er könnte hier wohnen, denke ich mal. Weil schaut mal, hier scheint noch so ein bisschen Sonne drauf. Hat man zumindest das Gefühl, ne? Dass hier ein bisschen Sonne drauf scheint. Hier hört er die Musik und da oben ist tatsächlich eine Flagge. Kann natürlich auch sein, dass ich mich jetzt hier total zum Horst mache. Verwende den Touchpen, um die gesuchte Stelle, ach so, einzukreisen. Kann ich das so machen? Jo. Ich würde sagen, er wohnt da. Ich würde echt sagen, er wohnt da, weil da noch so ein bisschen Sonne drauf scheint. Kein Rätsel ohne Lösung. Ja! Wäre auch fatal gewesen, wenn ich mich ein jetzt hier... Ein Gentleman löst jedes Rätsel. Ja, fatal, wenn ich mich hier beim zweiten Rätsel zum Horst gemacht hätte. Richtig, jetzt da du weißt, wo der Doktor wohnt, statte ihm schnell einen Besuch ab. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir soeben Dr. Schraders Wohnung gefunden. Dann schnell, Luke, lass uns raufgehen. Jo, Rätsel Nummer 2 auch gelöst. Einen Moment noch, Luke. Bevor wir hineingehen, will ich noch über die Verwendung des Koffers sprechen. Um den Koffer zu öffnen, berühre einfach das Koffersymbol rechts oben auf dem Bildschirm. In meinem Koffer findest du allerlei Symbole, die dich zu nützlichen Informationen führen. Berühre einfach eines der Symbole, um die entsprechende Kategorie zu öffnen. Und um deinen Spielfortschritt zu speichern, brauchst du nur das Speichersymbol, okay? Dieses Symbol steht für den Rätselindex. Hier findest du alle Rätsel, die wir bereits gefunden haben. Rätsel mit einem Häkchen daneben haben wir bereits gelöst, Rätsel ohne Häkchen noch nicht. Alle gelösten Rätsel stehen im Index zur freien Auswahl. Du kannst sie jederzeit wieder aufrufen. Und du erfährst sogar den genauen Ort, an dem du das ungelöste Rätsel zurückgelassen hast. So kannst du sie auch später schnell wiederfinden und erneut versuchen.
Berühre Laytons Notizen, um meine eigenen Reiseaufzeichnungen zu lesen. Öffne den Koffer, wann immer du willst. Du brauchst nur das Symbol zu berühren. Okay, das können wir ja just for fun mal eben kurz machen. So, speichern Rätselindex Geheimnisse, Laytons Notizen, da kann man doch mal reinschauen. Des Doktors Wohnung. Heute erhielt ich ein Schreiben von Dr. Schrader, meinem verehrten Freund und Mentor. Der gute Doktor schreibt, er sei eines Reliktes habhaft geworden, das auch als Schatulle der Pandora bezeichnet wird. Der Inhalt des Briefes konsterniert mich zutiefst und ich mache mir Sorgen um Dr. Schraders Wohl. Ich will ihm einen Besuch abstatten, um nach dem Rechten zu sehen. Okay, gut, Rätselindex-Geheimnisse müssen wir jetzt noch nicht reinschauen. Wir schauen uns jetzt erstmal hier ein bisschen um. Die Gegend ist schön, hier fühlt man sich auch abendsicher. Ach, das ist toll. Denn ich meine, mich erinnern zu können, es gibt doch so kleine Hilfsmünzen, ne? Vielleicht müssen wir ihn dafür ansprechen. Guten Morgen, ihr beiden. Euch habe ich hier noch nie gesehen. Soll ich euch einen Tipp geben? Passt mal auf. Seht ihr den Briefkasten dort? Berührt ihn doch mal. Ah, jetzt kommt das mit den Münzen. Ja, genau. Hinweismünze erhalten. Glänzend. Das Ding, das ihr gerade gefunden habt, nennt man eine Hinweismünze. Wusstet ihr schon mal bei einem Rätsel nicht weiter und hättet so gerne einen Tipp bekommen? Nun, in dem Fall ist guter Rat gar nicht teuer. Er kostet bloß eine Hinweismünze. Die guten Stücke sind in allen möglichen Ecken und Fugen versteckt, also Augen auf. Berührt alle Stellen, die nach guten Münzverstecken aussehen. Na gut, das war's im Groben. Gutes Gelingen wünsche ich. Vielen Dank. So, dann berühren wir doch mal hier ein paar Stellen. In der Hoffnung, vielleicht noch ein, zwei Rätselmünzen zu finden. Nein, leider nicht. Hier oben vielleicht? Nein, auch nicht. Keine Rätselmünzen mehr? Was? Ist ja voll schade. Normalerweise sind doch in jeder Szene meistens so ein bis zwei versteckt, oder? Ah, da war noch eine. Sehr schön. So, hier ist aber sonst nichts mehr. Nein, das Gebäude ist recht alt. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal hier rein. Da rennen sie die Treppe nach oben. So, was haben wir denn hier noch? Vielleicht eine Rätselmünze, schöne Blumen, aber wir müssen in die Wohnung. Ja, aber ich hätte so gerne Rätselmünzen. Hier vielleicht noch? Da vielleicht noch? Nein, leider nicht. Die ploppen ja dann normalerweise sofort auf. Die Aussicht kann warten, sehen wir nach dem Doktor. Vielleicht sollten wir das wirklich erst machen. Hier wohnt Dr. Schrader, kein Zweifel. Dr. Schrader, sind Sie zu Hause? Hier ist Herschel Layton. Sind Sie da, Herr Doktor? Hallo? Da drin ist es mucksmäuschenstill, Professor. Er wird doch nicht... Keine Zeit für Spekulationen, Luke. Wir müssen diese Tür aufbekommen. Aber sie ist ganz offensichtlich abgeschlossen. Ohne Schlüssel werden wir da nie hereinkommen. Oh, wie zerstreut ich doch bin. Das hatte ich ja ganz vergessen. Der gute Dr. Schrader hatte mir doch diese drei Schlüssel mit ins Briefkuvert gelegt. Aha. Wie nett von ihm, dass er direkt drei Schlüssel da reinlegt. Oh, darf ich die mal ausprobieren? Gewiss öffnet einer davon die Tür. Wie, aber... Es passt ja kein einziger Schlüssel ins Schlüsselloch. Ist ja komisch. Luke, es ist doch sonnenklar. Dr. Schrader hat ein weiteres Rätsel für uns vorbereitet. So, Rätsel Nummer 3. Welcher Schlüssel? 20 Pikarat. Welcher Schlüssel passt? Nur der Schlüssel, der haargenau ins Schlüsselloch passt, öffnet die Tür. Verwende den Touchpad, um die Schlüssel zu bewegen, okay? Schau dir alle Schlüssel genau an und bewege dann den richtigen mit Hilfe des Touchpens. Okay, so. Okay, Moment. Ah, okay. Ja gut, die passen... Ach, ist doch klar. Die passen so rum alle nicht. Kann ich die drehen? Ja, die passen nämlich so rum alle nicht. Und wenn wir sie drehen, dann passt der untere. Kann ich den nicht auch noch drehen? Ja. Dann passt nämlich der untere jetzt hier rein. Jetzt kommt's drauf an. Ja, juhu. Es wird aber noch schwieriger, das kann ich euch sagen. Der Anfang ist jetzt vielleicht ein bisschen easy. Na, hast du gleich erkannt, dass der vermeintlich hintere Teil des Schlüssels ins Schlüsselloch gehört? Ja, habe ich. Ja. Professor! Nein, Andrew. Nein, Dr. Schrader.
Wie konnte das nur geschehen? Wie furchtbar, Professor. Glauben Sie, dass Dr. Schrader von der Schatulle der Pandora? Ich weiß es nicht, Luke. Aber das muss warten. Zuerst müssen wir die Polizei verständigen. Natürlich, Professor. Oh, was ist denn das? Eine Zugfahrkarte für den Molentary Express. Aber schauen Sie nur, es steht gar kein Reiseziel darauf. Wie eigenartig. Haben Sie je eine Fahrkarte gesehen, auf der kein Ziel geschrieben stand? Das ist in der Tat äußerst merkwürdig. Okay, Geheimnis Nummer 2. In Dr. Schraders Wohnung fand sich eine Zugfahrkarte, auf der kein Ziel geschrieben steht. Sie scheint für den Molentary Express zu sein. Doch wohin führt die Reise mit der Fahrkarte? Becker! Das ist doch... Inspektor Chalmy, Scotland Yard. Sie haben also die Leiche entdeckt? Luke, lass ihn los! Flieger weg, du Lauschebecker! Luke, das ist dein Gesicht! Lass ihn los! Luke, hör zu! Oh je, sein Gesicht! Es lässt sich gar nicht... Das ist der echte Inspektor. Du frecher Lümmel! Was zerrst du an meinem Gesicht herum wie ein Klammeraffe? Verzeihen Sie, Herr Inspektor. Ich dachte, dass es wieder eine Verkleidung wäre. Ja, ich erinnere mich da ganz vage aus dem ersten Teil, dass sich da irgendein Bösewicht verkleidet hat und für den Inspektor ausgegeben hat. Ich glaube, so war das. Was faselt der Bengel da? Die Jugend von heute hat wirklich keinen Sinn mehr für Anstand. Wir mit dem Finger auf und ab, ey. Bitte verzeihen Sie den Vorfall. Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Herschel Layton. Ich bin Professor der Archäologie an der Gressenheller Universität. Und ich bin Luke, sein Lehrling. Das ist doch... Was halten Sie sich denn so einen Dreikäse hoch als Lehrling, hä? Das ist ein Missverständnis. Er ist eigentlich bloß... Professor Laytons Lehrling, wie ich schon sagte. Na, im Grunde ist mir das auch völlig einerlei. Schauen wir uns lieber mal den Ort des Verbrechens an. Gehen Sie aus dem Weg. Aber bitte. Luke, kein Wort über die Fahrkarte, ja? Okay, okay. Verstanden, Professor. Was hat sich hier zugetragen? Meuchelmord? Ja, ganz bestimmt. Oder hat das Opfer gar selbst die Tat verübt? Herr Inspektor, als Luke und ich hier eintrafen, war die Wohnungstür abgesperrt. Aha. Diese Tür, der einzige Zugang zur Wohnung im 8. Stock, war also fest verriegelt. Das heißt, der Doktor hatte sich hier völlig vom Rest der Welt zurückgezogen, ja? Somit, ja, das ist es. Kein Zweifel. Der alte Kauz muss einem Herzanfall erlegen sein. Was? Wie kommen Sie denn darauf? Denk mal nach, mein Junge. Was für eine Erklärung soll es denn sonst geben? Herr Inspektor, es stimmt, dass die Wohnung im 8. Stock liegt und fest abgeschlossen war. Aber das heißt keinesfalls, dass sich niemand hätte Zugang verschaffen können. Ach nein. Dann erzählen Sie doch mal. Ganz einfach. Wir haben ein wichtiges Detail an diesem Tatort übersehen. Bitte? Es befindet sich quasi genau vor Ihrer Nase. Pah! Ihr Akademiker glaubt doch, dass ihr die Weisheit mit Löffeln gefressen habt. Heutzutage will wohl wirklich jeder Hinz- und Kunstkommissar spielen. Papalapap. Die Todesursache war Herzversagen. Und dort sehen Sie den Täter. Okay, was? Wo? Was? Ganz bestimmt. Dieses Skelett?
Es handelt sich um ein Modell eines Kronosaurus, wie mir scheint. Von mir aus. Diese Drachenfratze würde jeden das Fürchten lehren. Folgendes hat sich abgespielt. Oh, jetzt bin ich gespannt. Als der Alte das Licht einschaltete, da glotzte ihn das Knochenvieh an. Klappe zu, Lichter aus. Aha. Aber Dr. Schrader wohnte doch hier. Wieso sollte sein eigenes Modell ihn so erschrecken? Im Alter spielt das Gedächtnis eben nicht mehr so ganz mit. Aber davon verstehst du nichts, mein Kleiner. Naja, vielleicht haben Sie recht. Die Sache will mir wirklich nicht einleuchten. Nun denn, mein lieber Leutsam. Layton, was ist denn Ihre gebildete Meinung dazu? Ich will Ihre Vermutung gewiss nicht leichtfertig von der Hand weisen. Allerdings war das Licht aus, als wir den Raum betraten. Wir müssen also eine andere Erklärung suchen. Ach, müssen wir das? Unbedingt. Schauen Sie sich doch einmal um, Herr Inspektor. Fällt Ihnen nichts Ungewöhnliches auf? Was meinen Sie, Professor? Schau dir dieses Zimmer genau an, Luke. Ich bin ganz sicher, dass du es auch bemerken wirst. Na, da bin ich mal gespannt. So, Rätsel Nummer 4, Spurensuche, diesmal schon 30 Pikarat. Ich würde aber sagen, Leute, das war's für die erste Folge. Morgen machen wir hier weiter, durchsuchen das Zimmer, durchsuchen den Tatort. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss!